Schönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Auch wenn schon vieles läuft, kommt wieder was Neues. Metal Hellsinger ist heute offiziell rausgekommen. Day One im Xbox Game Pass, ne? Also ihr braucht nur den Game Pass und könnt es kostenlos runterladen, was ich gemacht habe. Und das Spiel ist sehr, sehr speziell. Es ist nämlich ein Rhythmus-Shooter. Wir spielen einen Dämon. Und es ist nicht einfach nur ein Shooter. Ihr hört, es ist Metal-Musik im Hintergrund. Und wir müssen dort im Rhythmus sozusagen schießen. Und alle Soundtracks wurden extra für dieses Spiel aufgenommen. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein ins Intro. Don't know why I'm so happy remembering it. Her coming to get me and all, but I am. It's like a storm coming from far, far away. I felt it in the air. Okay, es war nicht das gesamte Intro, weil ich hab's schon mal durchgemacht, das Intro, aber ich musste die Aufnahme neu starten, weil die ganze Zeit der Folge von einem anderen Spiel aufgeploppt sind. Aber ja gut, das Intro ist jetzt nicht unbedingt das krasseste gewesen, von daher alles in Ordnung. Mach das Ding kaputt hier. Geht es oder geht es nicht? Ja doch. Braucht aber einige Schläge, der Kollege hier. Ha, führe 4 Angriffe im Takt aus. Okay. Warte mal. Hey. What the hell? Warum musstest du jetzt weggehen? Ah. Naja. Der greift mir jetzt sogar an, ne? Treffe die Hälfte gefühlt gar nicht. Geht doch. Leuchtende Gegner sind geschwächt. Schlachte sie ab, indem du im Takt RS antippst. Ja. In den Höllen erhältst du durch Abschlachten sowohl Lebensenergie als auch Bonuspunkte. Okay. Gut. Kann ich hier hoch? Guck mal, ich kann sogar fliegen. Achso, fliegen. Okay. Das war ein Dreier-Takt. Es wird wahrscheinlich nicht einfach, da schön im Takt alles durchzuzocken, habe ich das Gefühl. We didn't need words. We understood each other without them. Guess it sounds like love at first sight, don't it? You see, the whole universe has a rhythm. Well, it's kind of my pulse. And when I'm with her, we sort of become one. Her music is my music. And my voice is her voice. Pass entdeckt. Was ist ein Pass? Kann verwendet werden, um deinen Zorn aufrechtzuerhalten, selbst wenn keine Dämonen in der Nähe sind. Okay.
Okay. Guck mal, eine 7er Taktserie. Guck mal, ich muss die so erledigen, ne? Dein Zornmultiplikator befindet sich am oberen Bildschirmrand. Schön. Dein Zorn erhöht sich durch im Takt erfolgende Aktion. Die Bewertung perfekt sorgt für die größte Zunahme an Zorn. Hey! Mach ich fertig hier. Sammle den pulsierenden Zornverstärker ein. Mal 16. Fucking hell. Du hast einen Zornverstärker eingesammelt. Dein Zorn ist auf 16 Mal angestiegen. Der Wert, auf dem der Gesang einsetzt. Ja, okay, und jetzt? Aha. Wir machen ihn kaputt. Sehr gut. Das ist nicht einfach, du. Das ist ja vor allem Fernkampf, ne? Gut, drücke Steuerkreuz rum, um dein Schwert wieder in die Hand zu nehmen. Okay, deine Waffen werden am unteren Bildschirmrand angezeigt. Okay. Ich sage mir nicht so viel, weil ich muss mich mega konzentrieren gefühlt. Komm, erledige das Ding einfach. Warum geht es nicht? Ha. Na, jetzt ist er kaputt. Aber wie viel muss ich von dem denn noch erledigen, bitte? Ah, guck mal, das habe ich ja jetzt gemerkt. Diese Pfeile da sind ja für den Takt. Lol. Gut, habe ich das erst jetzt gemerkt. Besiege die verbliebenen Gegner, um das Portal der Pfeile aufzuschließen und das Tutorial zu verlassen. Man muss ja die ganze Zeit darauf gucken, ey. Jesus Christ. Na komm. Einige perfekt gewesen da. Ja, das Portal ist offen. Eine wunderbare Sache. Einfach durchlaufen, oder? Ah, ich muss es kaputt machen. Okay. Poor bastard. That's destiny for you. You can't unlock an anguish gate without breaking a few monsters.
Der Schädel von Pace mag nicht deine stärkste Waffe sein, aber seine Angriffe im Takt eignen sich sehr gut dafür, den Zorn aufrechtzuerhalten. So, jetzt können wir in die Hölle gehen. The first hell was Vogue, full of cold and ice and despair. Unknown didn't care though. She had her own plan. Okay. Was hat sie denn für Pläne? Guck mal, jetzt ist alles gefühlt ein bisschen schneller, ha? Na ja, gehen wir mal nach vorne. Jede erfolgreiche Attacke lädt den Exorzismusangriff der Waffe ein wenig auf. Okay. Entfesse den Exorzismus mit LT, wenn die gelbe Exorzismusleiste leuchtet. Und was macht der Exorzismus? Okay. Wen Erfolg bekommen. 10er Taktschlagserie, okay. Jo, ist nicht schlecht, ne? Was hier so? Nix. Sticks Crystal. Good for health. Ah! Cool. Danke für den Tipp. So, die nächste bitte. Kevin starts the murder parade. Ja, guck mal, Alter, langsam hab ich's raus, du. Zack, Junge, deine Taktschlagserie verlängert sich, indem du im Takt Gegner mit deinen Angriffen triffst. Ja, ja, ja. Komm schon. Ah, jetzt wird den Takt verkackt. Komm, gib ihm. Dem auch da. Ey! Was ist das da? Keine Ahnung. Da wieder so ein Kristall. Ah, das ist eine Waffe. Hoppala. Here's Persephone. I reckon we'll see lots more of her. Okay, die Schrotflinte verbraucht Munition. Drücke zum Nachladen X. Okay. Gut, mit der Schrotflinte im Takt ist er jetzt eigentlich nicht so verdammt schwierig, ne? Glaube ich. Ah! Gib mir mal ein bisschen Leben zurück hier. Fucking hell! Ha! Scheiße, ich bin fast tot. Gib mir mal hier ein bisschen Leben zurück. Sehr gut. Kommen noch mehr, natürlich. War nix. Ich will gar nix. Hey, hey, hey. Mach mal hier. Habe ich unbegrenzt Munition, oder? Ich glaube ja, ha? Ja. Komm schon. Bisschen besser muss ich das wieder mit dem Takt machen. Kommt noch mehr? Natürlich kommt noch mehr. Mach mal Exorzismus hier. Okay. Das ist also der Exorzismus. Einfach so ein bisschen richtig krasser Flächendamage nach vorne. Was habe ich gemacht? Zwei Gegner auf einen Schlag vernichtet, okay. Kann ich, ja, guck mal, ich habe hier einen Doppelsprung hier. Chaos Crystal nearby somewhere. Was ist das? Okay. Sehr gut. Nicht gut.
mal hier. Du hast Probleme, den Takt zu treffen. Versuche unter Optionen die Latenz anzupassen. Ja, nee, die Latenz ist in Ordnung. Aber ich bin einfach schlecht. Ich habe kein Taktgefühl. Komm schon, das kann doch nicht so schwierig sein, oder? Okay, ich muss den jetzt einfach töten irgendwie. Wait a minute. Komm mal hier. Wie komme ich zurück zur Schrotflinte zurück? So. Okay. Das war mal ein perfekter. Der war nicht so gut. Hab jetzt wieder gemacht. Verstärkter Jam. Absolviere alle Landa-Verstärker-Jams. Okay. Der war gut. Nachladen, ja, dann mach das mal. Zweier Serie, sehr gut. Perfekt. Guck mal, manche mache ich perfekt, manche einfach kackig hart. Sehr gut. Aber ich krieg keine 10er-Serie mehr hin. Wie wohin? Was ist das? Keine Ahnung, Mann. Zorn gesteigert. Ja, cool. Und jetzt? Ah, da ist auch einer. Perfekt. Die nächsten bitte. Shit. Komm mal, den Exorzismus, sehr gut. Nachladen. Ich brauche HP. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Es ist also schon noch eine Herausforderung, das Spiel, ne? Führe beim Nachladevorgang ein schnelles Nachladen, indem du im Takt der goldenen X. Okay. Warte mal. Ah, okay. I get it. Wieder nur eine Einer-Serie. Und ich bin fast tot. Ja, das war zu früh. Komm schon. Ja. Perfekt. Und wieder Full Life. Das ist auch gut. Eieieiei. Oh, guck mal. Der Behemoth stürzt ab. Was denn für ein Behemoth? Das war dumm. Ja, ich muss aber schon auch ein bisschen treffen, ne? Hoppala. Come on. Zu langsam. Komm mal hier, so. Oh ne, hau drauf, komm. Ja, geht doch. Ja, gut. Jetzt kommen noch mehr von denen, ha? Wieder nur eine Serie. Plötzlich hinter mir, was? Geht da weg! Sag mal!
Also manchmal, wenn du in der brenzligen Situation bist, dann kannst du nicht nach dem Takt gehen, ne? Boah, ich glaube, das wäre so viel einfacher auf dem PC gewesen. Komm, mach sie weg. Gut gemacht. Exorzismus, komm. Zack, Junge. Sehr gut. Oh, viel zu viel gedrückt wegen dem Nachladen. Perfekt. Ja. Oh Mann. Ja, ich muss einfach alle töten jetzt. Warte mal. Mache ich mir selber auch Damage so? Nee. Guck mal, jetzt noch ein paar Grüne. Perfekt. Komm schon. Ich verkack jedes Mal ein kleines bisschen. Ach du Scheiße, ey. Ja, ich glaube, ich bin tot, ne? Lass mal hier hingehen. Wieder ein bisschen zu spät. Zu früh. Ne. Komm schon. Hier, Exorzismus. Und perfekt. Well, Conqueror Invoke gave me knowledge of myself. My ultimate, I guess you could say. Mach ihn fertig. Ja, gut. Wieder nur eine einer Serie. Ist ja nicht. Komm jetzt. Herzschlag der Hölle-Kombo entdeckt. Führe mit LB einen Schwingenschub aus, um dich schneller fortzubewegen. Okay. Ah. Was ist das hier? Mal 16. Oh boy. Sehr gut. Komm. Nein. Wenigstens ist er tot. Hallo, danke. Nein, ich bin... Oh. Okay. Da kommen natürlich noch mehr. So, ein bisschen heilen. Sehr schön. Komm, jetzt machen wir ein bisschen besseren Takt hier. Aha. War nicht schlecht. Na komm. Ja, so verdammt gut war es jetzt auch wieder nicht. Oh ja, machen wir hier direkt den. Komm schon. Ja. Sehr gute Sache. Und nochmal rein da. Boah, das kannst du nur machen, wenn du auf den Takt triffst. Call me a pessimist, because I had a bad feeling about what was coming. Mal ein bisschen heilen hier. Okay. Machen wir noch weiter hier, kommt der nächste Fight.
Wer bist du denn? Was bist du für ein hässliches Viech? Oh, Herr Jemine. Okay. Warte mal. Wo ist er jetzt wieder hin? Was machst du? Jetzt singen sie sogar. Bin ein bisschen zu spät dran. Komm, mach mal so. Ein bisschen Exorzismus kannst du haben. Hier, das war gar nichts gerade, ne? Oder, wait a minute. Wie viel Damage macht das von der Entfernung? Oh. Hey. Ruhig. Alter. Erstmal das hier holen. Ja, jetzt komm. Vorhin war nicht schlecht, aber war auch nicht wirklich gut, ne? Aber wann weiß ich denn, wann das Ding kaputt ist? Keine Ahnung, Mann. Und den wieder. Und jetzt bin ich schon im perfekten Rhythmus. Sehr gut. Machen wir hier. Nehmen wir es mit. Sehr gut. Ja. Nein, jetzt hab ich wieder verpasst. Scheiße. Jetzt kommen wieder die Kleinen. Wieder nicht den Takt erwischt. Die Kleinen, die töte ich einfach. Komm, scheiß auf die. Oh, ich bin jedes Mal ein kleines bisschen zu spät. Jetzt aber. Komm jetzt. Scheißdreck. Ich habe das Zeug ein, komm. Okay. Wie heißt denn der Boss überhaupt? Keine Ahnung, Mann. Komm mal. Ah, zu früh. Fucking hell. Ich muss auf Abstand bleiben. Was ist jetzt los? Jetzt kommt sie rüber. Dann gehe ich auch wieder weg. Dann bin ich ebenfalls wieder weg. Sehr gut. Gib mir den nur wieder. Ah, mein Gott. Kann ich mich irgendwo noch heilen? Nee. Scheiße. Und ich habe nicht mal ein Viertel von ihr erledigt. Komm. Oh mein Gott. Eine Dreier-Serie. Ja, ich brauche eher eine Heilungs-Serie. Wäre mir lieber, ehrlich gesagt. Ja, ich bin tot.
aktuelle Punktzahl 402.000 wieder auferstehen lassen. Das kann ich machen. Da brauche ich aber Punktgebühr, ha? Oh boy. Okay. Komm. Du musst den Takt wiederfinden. Ich weiß gar nicht, was das da macht mit dem Exorzismus. Mehr Damage für eine Zeit lang, oder? Kein Plan. Kommt sie schon wieder rüber, oder was? Nee, noch nicht. Doch, kommt sie. Dann bin ich auch wieder weg. Ey! Komm mal her hier. Ach du Scheiße. Ja, scheiß mal auf den Takt. Die muss einfach weggehen. Und ich mich heilen. Ja. Hau mal ab hier. Sehr gut. Ach, hey. Geh mal weg da. Das ist gut. Was ist jetzt los? Oh mein Gott. Geh weg da, komm. Komm. Und Exorzismus. Mach sie fertig. Hier endet erstmal gar nichts. Verstanden? Oh ja, komm mal. Komm schon. Jetzt habe ich den Takt. Und hier kann sie mich nicht treffen. Wieder den Takt verkackt. Trifft sie mich hier? Nee. Oh, jetzt geht's aber durch hier. Ja, komm, ein paar Perfekte. Ah! Mein Taktgefühl ist fucking schlecht. Ich habe nur 168.000 Punkte. Ist natürlich auch nicht so verdammt viel, ne? Komm jetzt. Das ist gut. Komm mal so. Jedes Mal, wenn ich das Zeug aktiviere, geht sie weg. Dann gehen wir da nach hinten. Das ist gut. Zum Glück habe ich unbegrenzte Munition. Jetzt habe ich wieder ein bisschen verkackt. Schade war's. Ja, jetzt ist gut. Und im Takt bleiben. Ja, verkackt. Komm on. Oh fuck, jetzt ist er plötzlich hier. Komm mal da. Dann gehe ich hier hin. Ja, das ist super. Ist sie kaputt noch nicht? Komm mal so. Jetzt hab ich sie.
Manifestation besiegt. Puh. Das war ja mal was, hä? Erfolg freigeschaltet. Breaking the Law. Die Manifestation der roten Richterin in Vogue zerstört. Wir haben eine neue Hölle. Stygia. Durch deinen Sieg über den Endgegner wurde der Pfad zu einer neuen Hölle freigelegt. Weitere Informationen findest du auf dem Höllenauswahlbildschirm. Neue Marterungen. Durch deinen Sieg über den Endgegner wurde der Pfad zu neuen Marterungen freigelegt. Killen im Rhythmus, Waffentrickserei und Reliktträuber jeweils 1. Erobere sie, um dir Siegel zu verdienen. Persephone haben wir die Waffe entdeckt, ne? Neue Taktschlag-Seriensegnung. Anhaltender Zorn. Setze die Geschwindigkeit herab, mit der dein Zorn abläuft. Diese Segnung setzt ein, sobald deine Taktschlagserie den Wert 6 erreicht. Okay. Auf 16 habe ich wie viel verbracht? 0%. Geil. Längste Serie war eine 12er. Tempobonus minus 600.000. Ha! Erlittener Schaden minus 739.000. 59% im Takt geblieben. Das ist jetzt aber nicht mal so schlecht, oder? 1,3 Millionen Punkte. Bestenliste wird geladen. Oh, das gibt's natürlich auch noch, ne? Bin auf Platz 13.000 auf der ganzen Welt. Okay. Weltweite Top 10 Anzeigen, zeig mal. 9,3 Millionen Punkte. Oh, guck mal, der Kirito von, Sword Art Online ist auch dabei. Ja, fortsetzen. Stygia, das ist die neue Hölle, ne? Genau, Vogue haben wir, Killen im Rhythmus 1, Waffentricks, was ist das da? Guck mal, wie viel gibt's denn hier? So verdammt viel ist es nicht einmal, ne? Tutorial in der Hölle. Das ist alles die Hölle. Vogue, Stygia, das weiß ich nicht. Naja, wir machen das auf jeden Fall morgen, ne? Für heute ist erstmal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche einen ganz, ganz schönen Tag. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.